man ist einfach nur noch wütend, sauer, traurig, alles auf einmal. Und am Ende weiß man gar nicht mehr, liebe ich ihn überhaupt noch und will ich das wirklich mitmachen oder halte ich das aus? Warum habe ich das eigentlich getan? Also warum habe ich da jetzt, bin ich da jetzt spielen gegangen? Wieso? Obwohl ich weiß, dass das alles gefährdet. Und dann kommen halt diese ganzen Selbstzweifel. Und dieses, ich will das eigentlich gar nicht. Und ich will ja damit aufhören. Toni, komm, anziehen. Astrid Klautke-Nowak organisiert den Nachmittag. Sohn Toni muss zum Fußball. Ihr Mann Tim soll ihn hinbringen und auf dem Rückweg den Einkauf erledigen. Ein Risiko, denn ihr Mann ist spielsüchtig. Sie hofft, dass er einkauft, aber sie fürchtet, dass er wieder in die Spielhalle geht. Seit 3 Jahren ist die gelernte Erzieherin nun mit ihm zusammen. Eigentlich hatte sie gedacht, er sei weg von seiner Sucht. Doch vor 2 Tagen hat er von ihrem Konto 350 Euro abgehoben und an einem einzigen Nachmittag verzockt. Es macht einen echt kaputt, weil man auch selber an sich anfängt zu zweifeln und denkt, wieso habe ich das wieder nicht mitgekriegt? Ich kenne ihn doch eigentlich, ich weiß doch, wann er nicht ehrlich ist und wann er lügt. Und normalerweise merke ich das doch, was ist denn nun los? Vor 3 Wochen erst hat sie ihn geheiratet. Vater soll er sein für ihre beiden Söhne aus erster Ehe und für das gemeinsame Töchterchen Serafina. Doch jetzt steht alles in Frage. Dass das so akut ist mit seiner Spielsucht, das wusste ich nicht. Das war mir gar nicht so bewusst. Vielleicht habe ich das mir selber auch immer so ein bisschen schön geredet oder schön gedacht, dass ich gesagt habe, naja gut, er hat es ja besser im Griff und es ist ja nicht mehr so schlimm. Er macht es ja kaum noch. Ich weiß auch nicht, wie schnell sich das wieder beruhigt. Ich habe ihm jetzt gesagt, wenn er nichts ändert, dann werde ich mich auch von ihm trennen. Tim Klautke weiß, was auf dem Spiel steht. Wenn er noch einmal das Haushaltsgeld verzockt, ist seine Ehe am Ende. Jetzt will der arbeitslose Erzieher ankämpfen gegen die Sucht, die ihn seit 18 Jahren im Griff hat. Das ist einfach so ein Sog, da reinzugehen. Und dann denkt man halt wirklich am Anfang, naja gut, 20 Euro kannst du ja verspielen, das ist nicht ganz so schlimm. Aber dabei bleibt es halt nicht. Und dann wird es mehr und mehr und mehr und mehr, bis es dann weg ist. Auch für Konstanze Hartmann beginnt der Tag mit Geldsorgen. Ihr Lebensgefährte Oliver Zunk ist Platzwart auf einem Campingplatz. Bringt er seinen Lohn nach Hause oder trägt er ihn wieder einmal direkt in die Spielhalle? Tschüss, bis heute Mittag. Hast du deine Schlüssel alle? Wie gestern? Ja, ich denke schon. Eigentlich reicht ihre Sozialhilfe für sie und den gemeinsamen Sohn Antoine. Doch sie versorgt auch Oliver von ihrem Geld, wenn der seinen Lohn wieder mal im Automaten gelassen hat. Wissen tue ich es erst, wenn er um 1 nicht nach Hause kommt zum Mittag, weil er da hat er den Schluss und dann wüsste ich, dass er halt wieder spielen geht. Und na, die Sorgen sind eigentlich immer da. 6 Jahre ist sie jetzt mit ihm zusammen. Woran erkennt sie, dass er gerade wieder spielt? Er ist nicht mehr so locker drauf. Er lacht weniger, ist angespannter. Ja, und ist öfters weg, ne? Sonst war es mal, wenn er gearbeitet hat, dann ist er auch nach Hause gekommen. Jetzt ist es halt so, dass er dann die letzte Zeit später gekommen ist, ne? Ja, zurzeit ist wieder ein bisschen schlimmer die Phase. Die Spielhalle in der Nähe bezeichnet er als sein Wohnzimmer. Mal übermannt es mich halt, es treibt mich denn. Ich muss dann dahin und vielleicht gewinnt man was. Obwohl man eigentlich weiß, dass man alles verliert. Ich bin enttäuscht von mir selber. Immer irgendwelche Ausflüchte finden, warum ich weg bin oder nicht, also warum ich nicht da bin. Ja, es geht auch ans Selbstbewusstsein und ja, der Charakter. Naja. Oliver Zunk will für seinen 5-jährigen Sohn Antoine ein guter Vater sein.
Helm aufsetzen. Alles gut? Mhm. Ja. Doch genau diesen Vorsatz hat er einen Tag vor unserem Besuch mal wieder gebrochen. Seine Frau und er hatten Geld zurückgelegt für ein Geschenk für den Sohn. Das hat er genommen und verzockt. Das Erste, was sie hochkommt, ist wütend. Ne? Und wieder nicht da, wieder weg. Und der Junge war traurig. Und dann denkt man, man hat irgendwo immer noch das Gefühl, vielleicht musste er woanders hin. Man holt das dann immer noch raus und wie so eine Art ja, Decken. Er macht es ja nicht. Immer die Hoffnung zu haben, er geht nicht. Und ja, und dann wurde es immer länger, der Zeitraum. Und dann weiß man eigentlich, ne, wenn es in die Stunden geht, dann weiß man, dass er spielen war. Ja, dann hofft man dann immer stundenweise, naja, vielleicht ist er zum Kaffee wieder da. Vielleicht ist er zum Abendbrot wieder da. Wenn er bis zum Abendbrot nicht da war, dann denkt man, ja Mensch, hoffentlich kommt er noch und bis Antoine ins Bett geht. Und irgendwann sagt man sich, naja, wenn er kommt, dann kommt er. Ne? Nun endlich trifft Oliver Zunk eine Entscheidung. Ich möchte spielfrei bleiben und ich möchte mein Leben ordnen. Das ist mein Ziel. Meine Familie ist mir eine Menge wert, also wir werden auch eine gute Zukunft haben, wenn ich das Problem in den Griff kriege. Ja. Auch Astrid Klautke Nowaks Mann hat seinen Vorsatz gebrochen. Wieder hat er Geld in den Automaten gesteckt. 10-Euro-Beträge. Doch auch die fehlen im Familienbudget. Ich meine, bevor du an das Geld deiner Kinder gehst und das klaust oder ne, aus dem Spartopf, dann gehe ich doch lieber in die Spielhalle und mach da Schulden. Ganz ehrlich, warum machst du das? Willst du irgendwie, ich will ja nicht unterstellen, dass du bewusst das machst, aber im Unterbewusstsein irgendwie und systematisch kaputt machen, oder was Nein, soll will das? Nein, nicht, natürlich nicht. Ja, aber das machst du. Ja, das weiß ich. Deswegen will ich ja auch gar nicht mehr spielen. Ja, das sagst du schon lange. Ja, aber den Entschluss, das wirklich zu ändern und so massiv jetzt was dagegen zu tun, war noch nie wirklich da. Bis jetzt. Abgesehen davon haben wir geheiratet und das Kind ist da und ja, das ist ja auch ein Ansporn. Jetzt ist es richtig schlimm, ist toll, passt super zusammen. Ja, aber es ist auch gleichzeitig wirklich ja, für dich der beste Motivation, Weg, das zu machen. Ja, schön. Das ist dein Spiel. Du spielst mit mir. Du spielst nicht nur mit den Automaten. Das ist genau das, was ich meine. Du spielst nämlich mit mir, meinen Gefühlen, mit meinem Leben. Als Angehöriger ist es nach meiner Sicht sogar noch schlimmer, als wenn man als Spieler selbst betroffen ist mit dieser Sucht. Weil er lebt in seiner Welt und er weiß ja, was er tut. Er weiß ja, dass er spielen war. Er ist ja aktiv dabei. Ich bin eine passive Rolle. Gerade das ist ja so schlimm und macht mich ja total hilflos. Und diese ganzen Gedanken machen einen echt kaputt und fertig und man will einfach nur noch, dass es aufhört. Das Geld verwaltet sie. Weil ihr Mann vor 3 Jahren wegen Untreue seinen Erzieherjob verlor, lebt die Familie von Hartz IV und von den Geschenken seiner Eltern. Mit Quittung. Ja, natürlich. So alles so bis 50 Euro geht, aber so ab 50 Euro wird es so kribbelig. Da werde ich dann, denke ich, so nah, kommt das auch alles wieder zurück, was zurückkommen soll? Oder zeigt er mir denn, was er er bringt ja auch immer nur eine Quittung mit, wenn es ihm gerade passt. Ich habe einen Kontrollzwang entwickelt in der Zeit, in der ich mit ihm zusammen bin. Nach etlichen Enttäuschungen, vor allem in dem Bereich Geld, habe ich angefangen, seine Sachen zu kontrollieren. Ob das sein Laptop ist, ob das seine Taschen sind, seine Jackentaschen, seine Hosentaschen. Also ich kontrolliere immer alles. Letztendlich fühlt man sich auch als erwachsener Mann wie ein kleines Kind. Also kontrolliert, beobachtet. Was habe ich gemacht? Wo war ich? Wo bin ich gewesen? Was habe ich mit dem Geld gemacht?
auch die Frage, ich habe ja überhaupt nicht die Chance, meiner Frau zum Beispiel irgendwas Nettes mal zwischendurch zu kaufen. Weil ich muss dann hingehen und muss sagen, hier, ich brauche mal Geld. Dann kommt die Frage, wofür? Und selbst wenn es nur 5 Euro sind für einen Strauß Rosen oder 7 Euro für einen Strauß Rosen oder Blumen, müsste ich das ja dann sagen. An einem Automaten in einer Kneipe hat er mit 16 zum ersten Mal gespielt und gleich 80 Mark gewonnen. Ein Glücksgefühl und der Drang, es wieder und wieder zu versuchen, waren die Folge. Was passiert eigentlich genau mit ihm, wenn er vor dem Automaten sitzt? Er fesselt mich. Also, das ist ja quasi, ich bin da jetzt von dem Jahr völlig gefesselt sozusagen. Also, wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde, sondern so, ne, dann würde ich die ganze Zeit nur da drauf starren und wahrscheinlich das tierische Grinsen im Gesicht haben. Was geht da in Ihnen vor? Das lässt mich alles drumherum vergessen. Und es zählt nur dieser Glücksmoment quasi, wo ich dann sehe, dass da ja was passiert. Es juckt Ihnen in den Fingern? Natürlich. Tim Klautke will uns zeigen, wo er sich vor 3 Jahren ruinierte. Er sollte für seinen Arbeitgeber Möbel kaufen. Das Geld dafür, 1.800 Euro, lag im Handschuhfach. Mit 150 Euro eigenem Geld betrat er seine Stammspielothek. Irgendwann waren die 150 Euro weg. Und dann war so ein Gedankengang, ach, eigentlich könntest du noch mal 50 Euro investieren. Das sah ja ganz gut aus. Das könnte was werden. Dann folgte der Weg zum Auto, zum Handschuhfach. 50 Euro rausgeholt. Drinnen wieder umgetauscht, in den Automaten geschmeckt, verspielt. Und so ging das dann eigentlich die ganze Nacht. Als der Morgen dämmert, hat er die 1.800 Euro verspielt. Irgendwann muss Ihnen doch der Gedanke gekommen sein, Moment mal, das ist aber gar nicht mein Geld. Ja, ist er auch. Mit dem Unterschied, dass zu dem Gedanken, Moment mal, das ist nicht mein Geld, dann auch noch kam wie, ich besorge mir noch mal neues Geld und gewinne dann einfach. Tim Klautke hebt vom Firmenkonto Geld ab und füttert die Automaten. 2 Nächte geht das so, dann ist er 3.200 Euro los und seinen Job. Sein Chef hatte die Untreue bemerkt. Seitdem ist er arbeitslos. Oliver Zungs Vorsatz, spielfrei zu bleiben, hat nur 2 Wochen gehalten. Auch wenn es Beträge um die 50 Euro sind, die er verspielt, es ist Geld, das seiner Familie fehlt. Es ist einfach nur noch eine Qual, wer ich geworden bin. Und manchmal denke ich auch, mein Junge sieht das so, wie ich mich jetzt im Spiegel sehe. Für den 5-jährigen Antoine ist der Vater noch der Held. Wo bleibt da in Ihren Gedanken die Familie? Papa, kann ich noch mal ganz schnell hochgehen und mir was zu knabbern holen? Ich brauche dringend mal Pause. Mach das. Ja, wo bleibt die Familie? Die ist nicht da. Die ist, denn ich, dem Moment ist sie, wird sie so weit weggeschoben, als ob es es nicht gibt. Und die ist erst wieder da, wenn ich aus der Halle komme, verloren habe, am Boden zerstört bin. Dann fällt das wie ein Vorhang und dann kommt die Realität mit einmal zurück. Ja, und das ist natürlich der Auslöser für Selbstvorwürfe wieder. Und das ist die Spirale. Das geht eine Weile, ein paar Tage. Und das zieht mich emotional wieder in die Depression. Und dann, um wieder rauszukommen,
um positives Gefühl zu haben, geht man wieder spielen. Das ist ein Kreislauf und die Abstände, die werden immer kürzer. Selbst der Gang in seine Imbissbude ist für ihn riskant. Automaten stehen überall. Ich nehme einen Döner mit Knoblauchsoße, bitte. Oliver Zunk ist häufig bedrückt. Über die Ursachen möchte er nicht reden. Drei Therapien hat er schon hinter sich. Sie haben alle nichts genützt. Wenn selbst Zweifel hochkommen, betäubt er sie am Automaten. Ja, man lebt in einer Traumwelt einfach. Das ist eine Traumwelt, das ist nicht die Realität. Man malt sich die größten Gewinne aus. Was kann ich mir alles kaufen? Wen kann ich beschenken, wenn ich den großen Gewinn habe? Das ist ein Punkt, der einen betreibt. Ne? Und umso weniger Geld man hat, umso eher neigt man, denke ich, dazu. 80.000 Euro Schulden hat ihr Mann. Ein Antrag auf Privatinsolvenz ist gestellt. Sie sichert das Überleben der Familie. Und trotzdem macht sie sich Vorwürfe. Wenn er denn erzählt, dass er da hingeht, um ein gutes Gefühl zu kriegen, dann denkt man natürlich, dann guckt man auch bei sich, warum geht er da hin, warum redet er nicht mit mir? Ja, da bin ich dann auch enttäuscht über mich und enttäuscht über ihn, ja, weil er wieder gegangen ist. In letzter Zeit pumpt er sie wieder häufiger an. Fürs Tanken, wie er sagt. Das ständige Sorge, wie man über einen Monat kommt. Man fragt da einen wieder. Ich weiß manchmal nicht, wie ich es alles machen soll. Ich weiß nicht, wo ich die Kraft nehme. Liebe? Tim Klautke wohnt seit ein paar Tagen nicht mehr bei seiner Familie, sondern auf einem Campingplatz. Seine Frau hatte entdeckt, dass er aus der Spardose ihres ältesten Sohnes 40 Euro genommen hat. Da musste er gehen. Das hat er bei mir ja auch oft gemacht. Also das ist ja schon öfter vorgekommen, dass dann auf einmal 50 Euro Portemonnaie fehlten bei mir. Aber dass er das jetzt auch bei meinen Kindern macht oder bei unseren Kindern macht, da ist so eine Grenze erreicht, dann ist die Bombe geplatzt. Da habe ich gesagt, nee, also so geht das nicht mehr. Ich muss die Kinder schützen. Ich will das auch so nicht mehr. Das ist einfach zu viel. Meine Nerven liegen blank. Guck, dass du hier erstmal ausziehst oder irgendwo anders hingehst. Sie braucht Abstand. Und er soll in eine Therapie. Als letzte Chance. Das wird auch irgendwann gut, dachte ich immer. Ne? Also, und mir war auch schon immer klar, dass diese Spielsucht eine Krankheit ist. Dass das bestimmt auch aufhören wird oder dass er den Willen hat, weil er hat ja immer gesagt, er will das nicht mehr, er möchte mich nicht verlieren und es sah wirklich ja auch eine Zeit lang so aus. So. Und er hat sich natürlich schon so ein bisschen Vertrauen hin und wieder mal wieder aufgebaut, was natürlich jetzt im Moment alles über den Haufen geworfen ist. Was das Vertrauen angeht, was Menschliche angeht, ist da quasi nichts. Das heißt, das muss ich erstmal wieder aufbauen, wenn das überhaupt geht. Und wenn dann eben nur mit viel, viel Arbeit und viel Initiative, das dann wirklich auch in den Griff zu kriegen und das zu ändern. Wenn ich die Gefühle zulassen würde und die Traurigkeit zulassen würde und das, was ich eigentlich alles kaputt gemacht habe, dann ist das richtig. Dann bin ich sozusagen am Ende, ja. Jetzt will er ernst machen. Er wird eine Therapie machen, um nie mehr spielen zu gehen. Auch Oliver Zunk will mit dem Spielen aufhören. Er weiß nur noch nicht wie, denn die Therapien haben ja nichts genützt. Wie lange will sie das noch mitmachen? Er sucht den Weg, aber er hat ihn noch nicht gefunden, den richtigen. Er sucht den Weg. Und soweit ich das kann,
werde ich ihn auch dabei unterstützen. Ich werde immer zu ihm stehen. Weil bei mir ist die Hoffnung noch nicht erloschen und Liebe ist da noch ganz viel. Am nächsten Morgen geht sie zu seiner Stammspielothek. Ihr Mann möchte sich dort sperren lassen. Er möchte gar nicht erst in Versuchung kommen und hat ihr eine Vollmacht und einen Brief mitgegeben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich, Oliver Zunk, bitte Sie, mir in Ihrer Spielhalle Hausverbot zu erteilen. Leider habe ich das Spiel nicht mehr im Griff und bin dabei, meine ganze Existenz zu zerstören. Da das Spielen bei mir krankhaft ist, bitte ich Sie mir, dies zu ermöglichen. Vielen Dank für Ihre Mühe und Ihr Verständnis. Wie die Spielhallenaufsicht reagieren wird, weiß sie nicht. Verpflichtet sind die Betreiber zu nichts. Und die Sperre gilt auch nur für diese eine Spielothek. Ja. Hat geklappt, haben Sie Ihr Ziel erreicht? Sie will mir helfen. Ja, sie war sehr nett, ja. Das Paradoxe daran, finde ich, ist, sie hat 20 Jahre selber Suchtkranke betreut und arbeitet in der Spielhalle. Das kann ich nicht verstehen. 18 Jahre hat Tim Klautke diesen Schritt vor sich hergeschoben. Er hat sich bei einer Suchtambulanz angemeldet. Zur Überbrückung. So lange, bis seine Langzeittherapie genehmigt ist. Der Psychologe will mit ihm klären, was ihn in die Spielhalle zieht. Heute ist das eher, oder in den letzten Jahren, abschalten. Ja. An nichts anderes denken, keine Probleme haben, Ruhe haben. Ich muss mich mit keinem unterhalten, ich kann meinen Kaffee da trinken, ich kann eine Zigarette rauchen. Ich schmeiß da Geld rein und dieser dusselige Automat macht was oder macht nichts. Ja. Und ich gucke mir Bilder an und denke aber in dem Moment über nichts anderes nach als über das Spiel. Ja. Und das ist so das, was es im Moment ist. Therapeut Johannes Thiermann kennt das. Bei vielen seiner spielsüchtigen Patienten geht es schon lange nicht mehr ums Gewinnen, sondern ums Verdrängen. Und wie steht es um seine Ehe? Töchterchen Serafina hat ihren Vater wieder. Die Eheleute haben sich ausgesprochen. Mein Gefühl hat sich erstmal wieder verändert. Also dieses vom Hass, von der Wut und Enttäuschung wieder ins, ich liebe ihn und da Gefühle zu haben. Es hat bei mir jetzt auch erstmal gedauert, dass ich das akzeptiere, dass er diese Krankheit hat. Das ist ja auch nicht einfach zu sagen, ja, ne, mein Mann ist spielsüchtig, der hat halt dieses Problem. Und dazu auch zu stehen als Angehöriger ist auch schwierig. Anlässe, sich von ihm zu trennen, hat sie schon seit der Anfangsphase ihrer Beziehung, als die erste Lüge aufflog. Er hatte ihr nämlich verheimlicht, dass er spielsüchtig ist. Sie ist trotzdem geblieben. Ich dachte, ja, was weiß ich, ich habe gehofft einfach, dass es hilft, wenn jemand wie ich in seinem Leben ist, den er liebt und ein bisschen Kraft gibt und Rückhalt gibt, so, dass das hilft. Ja. Und hilft es? Ich habe leider erkennen müssen, dass ich es nicht ändern kann, nein. Also ich in meiner Rolle bin da eher so passiv. Da muss er selber durch. Ne? Das habe ich für mich erkannt, ja. Jetzt schießt man ein Tor. Yeah! Ja, das war ein breites Tor. Vor einem Monat hat sich Oliver Zunk in seiner Spielhalle sperren lassen. Hat sie eine Veränderung an ihrem Mann festgestellt? Ich merke es auch an seinem Verhalten. Er ist halt lockerer. Er ist zwar kaputt, aber lockerer in dem Sinne, dass er kaputt ist von der Arbeit. Nicht so von dem Zwang, spielen zu gehen. In Ihrem ganz tiefsten Innern, glauben Sie ihm, dass er im Moment nicht spielt? Ja.
Von wegen. Seine neue Spielhalle ist in der nächsten Stadt, 18 Autominuten von der Wohnung entfernt. Dort ist er nicht gesperrt. Ihre Frau weiß davon nichts? Nö. Habe ich ihr nicht gesagt, nein. Warum nicht? Ich denke, dass irgendwann das Maß voll ist und die Konsequenzen kann ich nicht abschätzen, die denn daraus entstehen. Was befürchten Sie denn? Ja, dass die Beziehung auseinandergeht, dass sie sich trennen wird von mir. Ja. 5 Monate nach unserer ersten Begegnung hat Tim Klautke tatsächlich mit seiner Langzeittherapie begonnen. In einer Klinik am Schweriner See will er lernen, wie er seine Spielsucht in den Griff kriegen kann. Wichtigster Programmpunkt, die Gruppentherapie. Das heißt, das System versucht ja, das so ein bisschen zu vermitteln, geh jetzt spielen. Und wenn Sie aber dann in der Situation... Raus dürfen sie nicht. Kein Internet, keine Spiele, nicht einmal Mensch ärgere dich nicht sind erlaubt. Die spielsüchtigen Patienten sollen sich ganz auf sich selbst konzentrieren, lernen, auf ihre Gefühle zu achten, erkennen, dass es für ihre Probleme bessere Alternativen gibt als die Spielhalle. Typisch für Spieler, die hierher kommen. Am Anfang, wenn sie noch. Soweit die Hoffnung. Doch welchen Rat hat der Psychologe Steven Domisch, wenn Tim Klautke doch wieder rückfällig wird? Ich glaube, es ist wichtig, ihm zu vermitteln, dass das ein Stück weit zu einer Sucht dazugehört und immer auch sich Strategien zu überlegen, was mache ich in einer solchen Situation, wenn ich dann doch wieder spielen gehe? Wie gehe ich damit um? Wie verhalte ich mich gegenüber meiner Familie, meinem sozialen Umfeld? Mache ich das öffentlich? Schließe ich auch sämtliche Hintertürchen, die vielleicht für mich so einen Aspekt haben, okay, ich könnte nochmal spielen gehen? Also ich schreibe mal partnerschaftliche Probleme. Die nächsten 16 Wochen wird er im geschützten Raum der Klinik bleiben. Doch was wird passieren, wenn er wieder in seinen Alltag zurückkehrt? Also ich glaube, dass die Chancen bei gut 90, über 90% liegen, das hinzukriegen. Spielfrei nach der Therapie und nach den Wochen durchs Leben gehen zu können. Welche Chancen geben Sie Ihrer Beziehung? Das ist schon schwieriger. Ich gebe ihr natürlich noch eine Chance von meiner Seite. Die Frage ist, wie das von der Partnerseite aussieht und ob das, was in den letzten Jahren kaputt gegangen ist, nicht zu viel gewesen ist. Und was erwartet seine Frau von der Therapie? Ich habe da eigentlich große Hoffnung drin, aber andererseits denke ich mir auch, gut, wenn es nicht so viel bringt, dann ist es halt so. Und wenn das nicht besser wird oder beziehungsweise nicht kontinuierlich nachher wirklich auch sichtbar eine Besserung eintritt, und dann wäre ich auch einverstanden, wenn er ausziehen würde. Also so weit bin ich mittlerweile schon. Dass sie ihr Leben und das ihre 3 Kinder auch ohne ihn organisieren kann, das weiß sie. Doch eine Chance will sie ihm noch geben. Wenn er die nicht nutzt, dann hat er tatsächlich alles verspielt.